So, liebe Leute, und da sind wir wieder zurück bei der zweiten Mission von Frontschweine. Letztes Mal haben wir hier einen Scout und einen Pionier ausgebildet. Und da legen wir einfach mal los. Eine gelbe Region, das heißt, die chinesischen oder asiatischen Schweine werden uns hier begegnen und haben auch dementsprechende Namen. Die Patrouille. Brücken, über Flüsse und Kisten. Gut, Major Grimmschwarz schickt uns in den Kampf. Ja. So, wichtig ist am Anfang immer auf die Karte gucken. Sehen wir schon Shinken, der uns hier ein leichtes Ziel bildet. So, mit dem Scout hat man schon ein paar Optionen mehr. Man hat Schweinepest, das ist wie so ein Gift, man kann die Gegner vergiften. Taschendieb wäre es eigentlich auch selbsterklärend. Man geht zum Gegner hin, drückt Taschendieb und hat ein Gewehr erlangt. Also der kann jetzt das Gewehr nicht mehr benutzen und benutzen natürlich. Wir können ihn jetzt angreifen. Schweinepest lohnt sich nicht, wenn ich noch die anderen Schweine hier habe, die den auch angreifen können. Also werde ich jetzt probieren, den hier ins Wasser zu schmeißen. Naja, versuchen kann ich ja mal. Und er kriegt dann nicht noch Zusatzschaden. Willst du sie dran? Er hat noch die Granate. Das Gewehr hat er natürlich nicht mehr. Das wird ein Volltreffer. Und mal schauen. Ah, die hat er leider fast komplett getroffen. So, unser guter. Was ist das? Ingenieur oder sowas ähnliches. Einer meiner Lieblingscharaktere hier im Spiel. Können nämlich schwere Waffen verwenden, wie Dynamit. Und später dann auch schwere Granaten. Die machen noch mehr Schaden, sind allerdings auch schwer zu platzieren. Und wenn irgendwer von den eigenen im Weg steht, wird es schwer. Wir fangen erstmal mit Dynamit an, das macht am meisten Schaden. Wenn noch jemand. Da oben ist noch einer. Na gut, wir haben im ersten Level natürlich noch viel Zeit, deswegen können wir auch in aller Ruhe da hochlaufen. Noch ein Paket mitnehmen, das hier rumliegt. Nochmal TNT, das ist nicht schlecht. So, wenn wir Glück haben, können wir den jetzt hier runtersprengen. Und dann wird er zwar nicht im Fluss landen, aber zumindest schon mal näher dran an unseren anderen Kameraden. Und ich muss ihn jetzt mal hier hochlatschen. Den Miet stellt man einfach hin, dann hat man noch ein bisschen Zeit abzuhauen. Man kann sich umdrehen, vorwärts gehen und dann ist man schneller. Man hat sogar noch runtergerutscht und buff. Instant tot. Weil er bloß 50 Leben hat und der Miet 50 Schaden macht. Buff. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Ich merke gerade, wir sind hier in der Überzahl gegen die chinesischen Schweine. Aber das ist ja nicht verwunderlich. Zweites Level. Das haben sie noch ziemlich einfach gemacht. Und deswegen weckt ihr mich auf. Wichtig ist trotzdem, dass man probiert, alle Schweine zu behalten. Denn dann gibt es einen extra Orden. Und mit dem Orden kann man sich dann natürlich noch die Schweine mehr upgraden. Ich habe euch schon gesagt, welche Schweine mir am besten gefallen. Die geupgradeten Schweine tut man am besten dann auch gleich auf den ersten Platz, weil die dann öfters drankommen. Also das heißt, es kommt ganz am Anfang dran und wenn es dann die Runde durch ist, kommen sie dann gleich wieder als erstes dran und man kann die besseren Waffen so öfters verwenden. So, Bazooka eingesammelt und gleich mal schön runtergefallen. Das ist der Knaller. So, leider habe ich mein anderes Schwein so nah an dem dran platziert, aber ich denke mal, mit der Bazooka können wir den trotzdem noch gut treffen. Wenn ich es nicht total verkacke. Oben rechts sieht man den Winkel, den werde ich einfach mal runterstellen. Weil ich muss dem ja bloß geradeaus ins Gesicht schießen quasi. So, das ist jetzt ein Stück über Null. Wir zielen eigentlich geradeaus auf den drauf. Oh, wenn alles funktioniert, dürfte der tot sein. Die können einem leid tun. Oh, da hat meins aber noch ganz schön Schaden. Warum nehmt ihr nicht noch größere Waffen? Na wenigstens der Gelbe weg. Weiter so! Die Schwächlinge können einpacken! Das ist erstmal richtig. Oh, der Schütze hat ganz schön viel Leben. 75, na, Pionier hat 8 Stelz aus. Aber nur dieses eine Mal, hi? Und trifft ja, natürlich nicht. Ja, bin ich der Leo, hör mal. Ah, normales Schwein ist natürlich nicht sehr gut. Oh, ist er schon verletzt? 22. Wir dürfen eigentlich überall irgendwelche Heilpakete rumliegen. Bloß leider sehe ich gerade keins. Ah, da vorne, sehr schön. Und springen, keine Ahnung, wann schneller ist. Das sieht ganz gut aus bis jetzt. So, dann haben wir es. Paket sind wir auf wahrscheinlich 42 Leben jetzt.
Ja, genau. Und der läuft wieder einigermaßen schnell. Ich habe leider vergessen, wie viel eine Bazooka macht, wenn sie perfekt trifft. Allerdings dürften das keine 50 Schaden sein, weil ich mich erinnere. Sondern ein bisschen weniger. Ah, ist ein bisschen kacke hier. Wenn die direkt neben dem stehen bleiben, mit der Granate auf dem schiefen Ebene. Na gut, wir können es auch probieren. Zweites Level, das soll ja schief gehen. Jo, aber mit Schmackes! Die kann man übrigens per Hand zünden, deswegen ist das ziemlich einfach. Einfach nochmal Leertaste drücken. So, Waimi, dann zeigen wir, was du drauf hast. Wenn's sein muss. Hat mich getroffen, aber kein Schaden mehr. Captain. Ich glaube, ich werde ihn nochmal umbenennen. Das sind ja die Standardnamen fürs deutsche Team. Aber da könnte man noch was Kreativeres rauszaubern. Jetzt zur Kampagne, die wird nie allzu komplex. Es gibt halt die, glaube ich, 5 Kontinente mit jeweils 5 Missionen, also insgesamt 25 Missionen, die man hintereinander nach spielen muss. Also man kann doch nicht sich irgendeine Mission aussuchen und die zuerst spielen, sondern man muss halt die der Reihe nach spielen. Und zum Schluss gibt es dann noch den Endkampf gegen das Superteam. Und ja, wenn man das auf den ersten Leveln schafft, man es ja noch leicht und die Mission dauert auch nicht allzu lange. Also ich habe ja die 3 Schweine jetzt wahrscheinlich in 5-6 Minuten oder so abgefrühstückt. Aber später können die Kämpfe dann richtig lange dauern, wenn die Gegner auf dem hohen Plateau sind oder so. Man muss mit Mörsern und so ähnlich hin und her schießen. Aber das werden wir später noch sehen. Uff. Ah, das war nicht ganz der volle Schaden, aber 18. Dann kann ich mit dem Gewehrschuss quasi töten. Easy going für mich. Schütze zielt irgendwo hin mit seiner Bazooka und trifft wahrscheinlich wieder gar nicht. Dieses Gewehr ist so schwer. Na doch. Oh, das ist noch einiges an Schaden. Oh, das Scout ist wieder dran. Sehr schön, sehr schön. Obwohl er jetzt auch nicht so viel kann. Schweinepest lohnt sich nicht mehr. Ich werde einfach mit dem Gewehr dann erschießen. Hier kann sich auch übrigens auch tarnen, aber halte ich in den früheren. Ne, eigentlich halte ich das insgesamt für ziemlich nutzlos. Ich meine, man ist getarnt, der Gegner sieht den nicht mehr. Oder man sieht halt so einen Baum auf der Karte. Und Computergegner sind zu blöd, um das dann als Feind zu identifizieren. Allerdings kann man sich halt auch bloß tarnen davor. Nichts machen. Wenn man hier gerade Minen einsammelt und die vorher legt, aber. Also Tarnung. Gut, vielleicht, wenn er ganz wenig Leben hat. Dann könnte man es probieren, aber ansonsten ist es wirklich einfach nur nutzlos. So, runterziehen. Ach, Steuerung ist invertiert. Oh, der wackelt so eine. Umdrehen und. Oh, ich mach's ja sehr sauber. Später hat man dann Zeitdruck. So, man wackelt ja immer mehr. Hm, anscheinend schon. Ich hatte mal aufs Ohr gezielt, jetzt sind wir schon beim Arm. Scheiß drauf. Nun kriegst du aber mein Gutster. So, letzte Schwein tot, Mission gewonnen. Nicht schlecht. Alle überlebt. Halbwegs gutes Leben. Würde ich sagen, Mission erfolgreich. Ja, und wie man sieht, gibt es jetzt erstmal einen Stern für Level geschafft und nochmal einen Stern oder einen Orden oder was immer das darstellen soll. Für ein Team komplett. Links, die Schweine sehen alle gesund aus. Boah. Feindschweine kalt absolviert. Mission erfolgreich. Frankfurt, ach, was? 81, 61, 95. Wahrscheinlich in der weiten Zukunft, wo es um Schweinsland geht. So, Grabenkrieg, nächste Mission. Ach, das wird was mit Granaten und so. Ich habe schon mal. Also, ich habe es ja schon mal gespielt, das Spiel, deswegen weiß ich bitte Bescheid. Wir werden jetzt die Charaktere vervollständigen. Auch wenn ich Artillerie nie mag, kommt man ohne die dann doch nicht aus. Dann werde ich einen von denen machen. Und Enter. Und wenn die Leute wenig Leben haben, wie gesagt, wenn sie sterben, kriegt man natürlich nicht den Bonusstern fürs vollständige Team, deswegen kommen natürlich auch Sanitäter. Ja, ich wollte sie noch umblenden, aber. Ja, das machen wir später. Mir fällt jetzt gerade leider gar nichts ein. Na, kann man den Speicherplatz nehmen. Gut, Leute, dann sehen wir uns dann nächstes Mal bei Mission 3. Ich sag ciao.